Haltet euch fest. Leute, ich bin so gehypt. Race Room bekommt Supertourenwagen-Serie. Die Toka-Vibes sind real. Aber ohne Scheiß. Aber brauchen wir mal einen Rehard noch? Auch wenn das eine deutsche Serie war. Aber viele der Kfz, die da drin sind, sollten einem durchaus vertraut vorkommen. Wir starten einfach mal irgendein fesches KI-Event. Mal gucken hier, Super Touring. Und da haben wir den Audi A4 Super Touring 95, den BMW E36, den Honda Accord STW, den Volvo 850 Super Touring und den Volvo S40 Super Touring. So, und ich musste natürlich gleich als allererstes an den Honda genau mit der Lackierung denken, wenn ich bei Toka bin. Und da bin ich jetzt. Und dann bin ich in Donington. So, Donington Park National. Kurze Variante. Wir machen mal die adaptive KI. Knallen uns mal 90 Gegner rein. Natürlich mit Schaden, bitte. Bitte mit Abrieb. Bitte mit Kraftstoffverbrauch. Machen wir ein bisschen Training. Machen wir ein bisschen Quali. Und ein flottes Rennen. So. Das Getrommel ist besonders laut, ja. Versteht man mich denn jetzt oder ist es immer noch schlimm? Passt alles. Wunderbar, danke. Ich hänge mich mal hier auf, falls ich das Force Feedback justieren wollen würde oder so. Ich entschuldige mich gleich, weil das ist ein Rechtslenker. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier sitzen. Overlay ist leider noch nicht da. Ich habe auch nur einen Handschuh. Das Overlay kam letztes Mal, als ich da zwei, dreimal raus und wieder rein bin. Gameplay. Mal kurz anpassen. Hut. Die Datenanzeige im Cockpit. Einhändig fahren. Aber wir müssen das einmal kurz umstellen. Hi, Kevin. Wir gehen einfach einmal kurz in den rahmenlosen oder in den Fenstermodus vielmehr. So, Fenstermod. Einzel-Event. Servus, Kevin. Gut, gut. Soweit. Ha! Haben wir es doch. Man muss sie bezwingen. Ganz viele neue Autos. 10. Dezember kommt das, glaube ich, raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und einfach mal genießen. Retro.
Super Tourenwagen von 1995. Das Getriebe am Schreien, mega geil, oder? Bisschen spät auf der Bremse. Wir verstellen mal die Balance. Yo, Rydell, was geht ab? Großartig, wie sich das Auto fährt. Fantastisch. Das ist der E36. Erste gültige. Oh, Daniel Müller fährt auch mit. Ups. Thank you.
Hi, Eruka. Noch mehr Toka-Vibes. Es ist einfach geil. Hi, Stido. Oh, war ein bisschen zu hart an der Bremse. Kurz blockiert. So, mal anhören, wie der sich schimpft. Ich glaube, der Dingens ist zu laut. Der Audi. Der Audi. Hey, Tammy! Ja, wir haben Vorschauversion auf das bald erscheinende Super Touring Car Paket für Race from Racing Experience. Hüpfen wir mal in die Qualifikation. Heckflügel ist fix eingestellt, Frontabtrieb ist auch fix. Vorne ist er schon ganz unten. Hinten ist er auch ganz unten. Das ist das Auto schon ganz tief gelegt. Da kannst du sonst nichts machen. Kannst die Federn einstellen, den Stabi. Getriebeübersetzung kannst du pimpen. Kannst die Achsübersetzung langziehen wie sonst was, aber der hat ja gar nicht genug Dampf dafür. Man, im fünften und im sechsten Mal ein Müh kürzer. Ich
können wir uns noch den Jeff dazu nehmen. Der müsste uns eigentlich auch mögen. Wenn wir ihn denn kriegen, wenn wir denn hier rauskommen. Guten Abend, Herr Lopisch, grüß dich. Langenscheid Achsebesetzung. Dragoneye, moin auch. Radio check, Spotter. Skulls Show, was geht? Wir haben exklusive Vorschau hier auf das Super Touring Wagenpaket, was in Race Room kommt im Dezember. Ich fahre ja den Honda Accord. Im Accord fängt das Getriebe an zu schreien bei hohem Tempo. Großartig. Inline speed limit is 60 km per hour. Looks like you're clear on the pit exit. Okay, Daniel, we've got 7 minutes to get a decent lap in. The brakes are cold, be careful. Danke. On your left. Still there. Clear on the left side. Hallo Force Dragon. Spät. You're locking your right rear. Ich frage mich, ob es die KI noch adaptiert oder nicht.
17.94. Cut, das gibt's doch nicht. Wie viel Sprit brauchen wir denn wohl? Ich hab keine Ahnung. Nehmen wir 30 Liter mit. 15 Minutes. Oh, mehr als genug. Get ready. Time to focus. Go, nail it. Left side, clear left. Alle weg. Ein wunderschön! Breaking Electro News! Servus! Ich fahre gegen KI, ja, was die Preview-Version ja ist. Da ist halt. Ich glaube, Online-Rennen wüsste ich gar nicht, ob das geht. Und so weit hinten wie die A4 wird es nicht mit Allradmodell sein. Doch, doch, ist Allradmodell. Ist Allradmodell. Der A4 ist Allrad. Danke euch für den Raid! Herzlich willkommen! Ich muss auf der Strecke schauen. Richtig! Aber jetzt kann ich auch erstmal Hallo sagen. Du bist ja gut drauf. Da bin ich auch. Lang genug, kennt ihr das, wenn man so aus Trotz sich denkt, so, Mensch, wenn du mal hier in deiner Kellerecke neben den jetzt Sommerreifen sitzt und mal Simracing machst und livestreamst, dann fährst du nur diese Simulation und du kannst noch so viel irgendwie versuchen, Input zu geben, so, hallo, macht mal dies, macht mal das, und dann habe ich jetzt einmal so ein bisschen auf die Kacke gehauen und habe gesagt, so, warum kriegen eigentlich immer die Leute eine Preview, die das Ding 2-3 Mal im Jahr fahren und nicht die, die das nur fahren? Und jetzt habe ich eine Preview bekommen. Weltklasse. Der Content kommt erst im Dezember raus, so in 2-3 Wochen circa. Und wir können jetzt schon reinschnuppern. Das ist super Tourenwagenklasse. Wenn ich es richtig im Kopf habe, von 1995. Eine Serie, die auch in Deutschland wohl ins Leben gerufen wurde. Mit Honda Accord, BMW E36, Volvo S40, Volvo 840 und Audi A4. Und ja, das gibt mir halt ganz brutale Toka-Vibes. Wer das noch kennt, das Rennspiel Toka Touring Cars damals von der PlayStation und auch vom PC natürlich. Toka 1 und 2, großartige Titel. Und darum fahren wir hier auf der kurzen Donington National Strecke, fahren wir eben ein Rennen. Du musst auf ACC umsteigen. Ja, ACC ist halt vom Force Feedback her eine pure Katastrophe. Das Spiel ist tot für mich. Es gibt mir nicht das Feedback, was ich von Race Room bekomme. Es gibt mir nicht diese Rückmeldung des Fahrzeugs auf der Strecke. Hier kann ich, egal in welches Fahrzeug ich steige, wenn ich Mist baue, weiß ich, woran es gelegen hat. Und nicht. Aber nichtsdestotrotz, auch bei Race Room mag ich Fahrzeuge, die Fahrhilfen haben, TC und ABS, nicht besonders gut leiden, weil das so ein unberechenbarer Faktor ist, den du nicht im Lenkrad spüren kannst. In der einen Runde bremst du gescheit mit dem ABS an der Stelle, in der nächsten Runde klappt es mit dem ABS an der Stelle nicht. Von daher, ACC habe ich durchgespielt, bin ich fertig mit. Aber ab nächsten Jahr kommt ja die LFM auch für Race Room, wie sie heute angekündigt haben.
Für den authentischen Geruch, genau. Kann man die PC-Luft dran umleiten an den Reifen vorbei. Reifen noch kalt. Erste Runde gerade. Vielen Dank auf jeden Fall für den Raid. Weltklasse. Ja, Race Room ist in VR fantastisch. Vor allem in den Open Wheelern, also wenn du kein Dach über dem Kopf hast. Das ist mega geil. Danke, danke. Ja, auch. Ich hoffe, ich kann mich mal revanchieren. Wie du das Ding in die Kurven werfen kannst, so geil. Okay, Daniel, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. You're leading. You've just done 113.29. Weit raus. Ja, hier hat es auch schon ein bisschen geschneit, ja. Aber die Nacht von Samstag auf Sonntag dann 17 Grad oder so, WTF.
Good luck in your right rear. Gleich müssen wir irgendwann überrunden. 20 Sekunden noch. Die adaptive KI adaptiert nicht wirklich. Ich bin zu schnell. Okay, Daniel. Halfway home. Fuel looks good. Ja. Ach komm. Bisschen rutscht er. Schrika, hallo! Es macht so Bock, das Auto zu fahren. Geil. Da hinten sind sie. Das Auto muss so laut. Durch die Squeeze. Ah, come on. Wie lustig, dass der D. Müller auch in einem Audi sitzt. There's a car on your right. Your right side's clear. Idiot! Das ist einfach zu geil. Die Müller. Nur ein Screenshot davon. Ich brauch das. Großartig. Er hat einfach seinen eigenen Skin. He's on your left. Clear left.
Ist ja egal, wie der mit Vornamen heißt. Antil, guten Abend. On your right. Clear on the right side. On the left. Clear on the left. Warten, Kollege. Jever. Left side. Your left side is clear. Watch out, on your left. Clear on the just left. Just send it. Got a car on your left. Your left is clear. Und gültig die Runde. Und wir werden zweimal Erster. Es sind noch sechs vor uns. Fünf. Wow! Still there. Left side is clear. Watch the right side. Clear on the right side. Watch your right side. Hold your line. Still there. Clear on the right. He's on the left. Hold your line. Still there. Clear left. Yeah, ich bin Erster! Eine noch! Da ist der Flieger! Yeah, wie geil! Großartig! Guten Abend, das Monster.
great win. You deserve that today. Dankeschön für den Follow. Ninjip oder Ninjep? Ja, die KI hat sich nicht wirklich adaptiert. Ist ja eigentlich die Prämisse bei der adaptiven KI, dass sie sich anpasst. Hat sie leider nicht gemacht. Ja, das war der Honda Accord auf Donington Park mit dem bald kommenden Super Touring Car Paket. 10. Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, für Race Room Racing Experience. Darin enthalten sind diese wunderschönen 5 PKW, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und 2 Strecken tatsächlich. Also der Audi A4, E36, Honda Accord, STW, Volvo S40 und Volvo 850. Und dann kommt noch, wahrscheinlich nicht in einem Paket, als gesondert, kommt noch Silverstone in der klassischen Variante und die Rennstrecke von Estoril. Fantastisch. Ich freue mich tierisch drauf. Gut, war jetzt keine Konkurrenz für mich, ist klar. Aber ich sag mal tschüss YouTube. Gebt dem ganzen Däumchen hoch, wenn euch das gefallen hat. Ich weiß, das Auto war laut, aber das hört sich halt geil an. Sieht ein bisschen aus wie Dennis Nedry, deutlich schlanker allerdings. Oh, vielen lieben Dank. Dabei bin ich nicht schlank. Das Schwarz macht schlank.